Und dann sitzt du eben bei Anne Will mit Menschen aus der Ukraine, die dir nochmal erzählen, was man noch mehr machen müsste. Und du weißt aber, wenn ich das mache und wenn das käme, dann könnte das der Kriegseintritt der NATO sein. Dann hast du einen dritten Weltkrieg. Dann gibt es 4 Atommächte, die in diesen Krieg involviert sind. Klar, du denkst schon drüber nach, ob man da noch mit mehr machen können oder ob man alle Maßnahmen richtig gemacht hat, ob man früher was hätte sehen müssen. Das sind alles schon Sachen, die einen umtreiben. Und das darf dich aber nicht kaputt machen. Also es darf ja nicht dazu führen, dass du am Ende nicht mehr fähig bist, politische Entscheidungen zu treffen.